Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinem Blick in die Zukunft. Ja, ich habe mich mal wieder mit den Neuerscheinungen Juli beschäftigt und ich muss tatsächlich sagen, dass der Juli gar nicht so spannend ist und ich tatsächlich ja so 6, 7, 8 interessante Bücher entdeckt habe, die ich jetzt nochmal so ein bisschen ja anders priorisiert habe, sodass ich euch wieder 5 Stück vorzeige. Es scheint aber neuerscheinungstechnisch auf jeden Fall ein sehr ruhiger Monat zu werden und ich werde nach wie vor auch Rebuy und Medimops mehr oder weniger meiden, damit eben auch keine Bücher auf dieser Seite irgendwie groß einziehen können. Und das hat ja im Juni so einigermaßen gut geklappt und ich wünsche mir das auch so ein bisschen natürlich, oder zumindest bisher im Juni, und ich wünsche mir das natürlich auch für den Juli, dass man einfach Monate hat, in denen man mehr liest, als bei einem einzieht, weil es ist ja das Lesen, was schön ist und Spaß macht, natürlich auch das Einkaufen, aber man sollte natürlich auch erstmal das lesen, was man so ein bisschen hat. Und natürlich bin ich ein Neuerscheinungsleser, das bin ich schon immer gewesen, und von daher interessiert mich das immer, was herauskommt. Und jetzt kommen ja auch so langsam die ganzen Herbst-Winterprogramme und auch auf die bin ich mega gespannt. Aber jetzt zeige ich euch erstmal die 5 für mich spannenden Neuerscheinungen für den Juli 2018. Und der Juli beginnt für mich und meine Neuerscheinungen am 2. Und zwar ist das ein neues Buch von M.R. Carey, und zwar Die Hungrigen. Ja, der Autor ist der Autor vom Buch Die Berufene bzw. The Girl with All the Gifts, was ja mittlerweile auch verfilmt ist. Und ich habe ja Die Berufene sehr, sehr gefeiert. Es war für mich ein absolutes Highlight. Es war spannend, packend, dystopisch. Es war eine wahnsinnig spannende und düstere Zukunftsvision. Und ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, was der Autor jetzt auch mit Die Hungrigen schafft. Und der Klappentext folgt. Der neue Endzeit-Thriller vom internationalen Bestseller M.R. Carey, die Vorgeschichte zum erfolgreich verfilmten Zombie-Horror-Roman Die Berufene. Ein parasitärer Pilz hat unzählige Menschen in Hungrige verwandelt. Ausgemerkelte Zombies, die nach lebendigem Fleisch gieren. In einem zum Labor umgebauten Panzer ist eine kleine Gruppe von Militärs und Wissenschaftler auf der Suche nach Antworten. Unter ihnen der 15-jährige hochbegabte Steven. Bei einem seiner heimlichen Streifzüge entdeckt er eine Gruppe von Kindern unter den Hungrigen, die sich eigentümlich kontrolliert verhalten. Steven erkennt in den Kindern die einmalige Chance auf ein Heilmittel, doch wie weit wird er gehen, um die Menschen oder die sich dafür halten, zu retten? Der würdige Nachfolger für einen der besten Zombie-Romane ever. Ein gruseliger, mitreißender Page-Turner darüber, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und M.R. Carey ist eine Klasse für sich. Ja, man hörte schon im Klappentext, es ist eine Art Vorgeschichte zu Die Berufene. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man Die Berufene schon kennen muss, sollte, könnte, um diese Vorgeschichte zu verstehen. Ich gehe mal davon aus, dass sich um die Vorgeschichte in irgendeiner Art und Weise handelt, wird sie schon eigenständig sein und dementsprechend natürlich auch nicht spoilern, was Die Berufene betrifft. Ich bin sehr gespannt, denn mir hat auch dieser Endzeit-Zombie-Thriller damals unglaublich gut gefallen und ich muss unbedingt jetzt demnächst mal den Film ansehen. Den gibt es ja schon, ich glaube, auf DVD und auch auf Sky. Ich weiß gar nicht, warum der bisher an mir so vorbeigegangen ist. Aber den möchte ich unbedingt sehen und ich denke, das mache ich noch, bevor ich Die Hungrigen beginne, weil das ist wirklich eine Neuerscheinung, die ich mega spannend finde. Und ich bin ja immer mal wieder so in dieser Endzeit-Apokalypsen- Stimmung. Ich war es ja jetzt auch letztens mit Cargo, mit dem Film mit Martin Freeman, und das hat mich ja wirklich total zerstört zurückgelassen, auch heute noch ein paar Wochen sozusagen später. Und ich glaube und hoffe, dass dieser Roman einfach ähnliches Potenzial hat, was mich fesseln, packen und begeistern kann. Das zweite Buch, was ich spannend finde, erscheint am 9. Juli und heißt Ich bin viele. Das ist der erste Teil der Bobbyverse-Reihe. Wie auch immer. Ich habe gesehen, dass der zweite Teil schon für Dezember geplant ist. Das heißt, dass man hier wahrscheinlich schon versuchen wird, die Bücher recht zeitnah hintereinander herauszubringen, was ich immer sehr gut finde. So muss man eben einfach auch nicht zu lange warten, bis es weitergeht. Und wir haben hier Science Fiction und der Klappentext
klingt einfach bombastisch. Das Buch ist von Dennis E. Taylor, der mir bisher noch nichts sagt, aber ja, hört selbst. Bob kann es nicht fassen. Eben hat er noch seine Softwarefirma verkauft und einen Vertrag über das Einfrieren seines Körpers nach seinem Tod unterschrieben. Da ist es auch schon vorbei mit ihm. Er wird beim Überqueren der Straße überfahren. 100 Jahre später wacht Bob wieder auf. Allerdings nicht als Mensch, sondern als künstliche Intelligenz, die noch dazu Staatseigentum ist. Prompt bekommt er auch gleich seinen ersten Auftrag. Er soll neue bewohnbare Planeten finden. Versagt er, wird er abgeschalten. Für Bob beginnt ein grandioses Abenteuer zwischen den Sternen und ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit. Und jetzt wird man sagen, ja, künstliche Intelligenz, das ist ja alles nichts Neues. Aber diese Vorstellung, dass hinter dieser künstlichen Intelligenz ein echter Mensch steckte, wie auch immer, und der jetzt dazu aufgerufen ist, eben neue Planeten zu finden für die Menschheit und ja, im Grunde man ihm einfach damit droht, ja, wenn das nicht klappt, dann schalten wir dich ab. Das ist schon irgendwie Hammer. Das klang für mich beim ersten Mal lesen, dachte ich auch, dann habe ich es einfach so auf die Merkliste. Und als ich mich jetzt eben so nochmal damit beschäftigte, eben um jetzt auch Vorbereitung auf das Video, dachte ich mir, das klingt immer geiler. Umso öfter man es liest, umso öfter man es so sich gedanklich vorstellt, umso geiler klingt für mich dieser Science-Fiction-Roman. Und das erklärt natürlich auch jetzt dieses Bobbyverse, also von Universe auf Bobbyverse. Und ich bin einfach total gespannt, wo das hingeht und wie mich da der erste Teil begeistert. Es wird den dritten Teil der Palace-Saga geben von C.E. Bernard, und zwar Palace of Fire, die Kämpferin. Natürlich möchte ich jetzt zum dritten Teil gar nichts erzählen oder es spoilern, denn er wird erscheinen am 23. Juli. Und ich habe ja den ersten Teil absolut gefeiert, bis auf einen Punkt. Das muss ich immer wieder betonen, weil ich da einfach überhaupt nicht gut darüber denke. Der zweite Teil war leider ein bisschen schwächer als der erste Teil, hatte gerade, was so ein bisschen diese Liebes 3, 4, 5 Ecke anging, doch ein bisschen Potenzial verloren. Nichtsdestotrotz ist die Geschichte dahinter mega, mega spannend, denn wir begleiten im Grunde Rhea, eine Magdalena, die durch Berühren Gedanken lesen kann und diese auch bei den anderen Menschen verändern kann, und die Gesellschaft hat eben große Angst vor dieser Gabe. Und ja, je nach Land, wo wir uns in den Teilen so ein bisschen befinden, ist das ein bisschen unterschiedlich, ob Berühren komplett verboten ist, ob es verschiedenste Ausnahmen gibt. Und wir treffen hier eben zum ersten Teil in England ein, treffen dort auch auf den Kronprinzen, dessen Bodyguardin sozusagen Rhea wird. Und ja, sie muss sich da natürlich so ein bisschen vor ihren Feinden, die es ja eigentlich am Hofe gibt, auch schützen. Und ja, ich fand den ersten Teil wirklich sehr, sehr gelungen. Spannender Schreibstil, sehr bildhafter Schreibstil. Ich finde, die Autorin schafft es wirklich ganz wunderbar, mit Worten ja eine Welt zu beschreiben. Und das macht sie wirklich großartig. Das kann man ihr überhaupt nicht absprechen. Und ich bin total gespannt, nachdem es wirklich im letzten Drittel vom zweiten Teil ganz viele Dinge passierten, mit denen ich nicht gerechnet habe, bin ich sehr, sehr gespannt, wo das im dritten Teil hingeht, und bin mega, mega neugierig auf Palace of Fire und bin so froh, dass der dritte Teil nicht mehr lange auf sich warten lässt, und ja, bin total neugierig, wo es hingeht. Freue mich auf das Lesen, und vielleicht wird es ja auch wieder eine Leserunde auf Lovely Books geben, wo die Autorin auch mit dabei ist, wo man sich ein bisschen austauschen kann. Das habe ich beim zweiten Teil wirklich sehr, sehr genossen und würde mich da natürlich auch beim dritten Teil sehr, sehr freuen. Das nächste Buch lässt mein Herz höher schlagen, denn es geht irgendwie um Shakespeare, und das ist ja auch einer meiner großen Lieben, wenn ich auch schon lange nichts mehr gelesen habe. Nichtsdestotrotz habe ich Shakespeare immer unglaublich gerne gelesen, und am 24. Juli kommt Narren und Sterbliche von Bernard Cornwell heraus, und das klingt einfach nur Hammer. Denn es heißt so schön, Bernard Cornwells großer Shakespeare-Roman, eine fantastische Reise in das London von Elisabeth I. Und nicht nur als großer englischer Geschichtsfan um die Tudors, um die Rosenkriege, um ja all die Könige und Königinnen, die danach kamen, klingt das spannend, sondern es ist natürlich auch ein Hauch von Shakespeare, und das klingt einfach Hammer. Es heißt hier, ein ungeheuer spannender und farbiger historischer Roman über Eifersucht, Verrat, Liebe und die Kunst, wie ihn nur Bernard Cornwell schreiben kann.
Der Winter 1595 ist kalt. Das macht auch den Mitgliedern der Theatergruppe von William Shakespeare zu schaffen. Einer von vielen in London. Die Stadt ist seit längerem vom Theaterfieber ergriffen. Neu entstandene Schauspielhäuser vor den Toren der Stadt fassen tausende Zuschauer, die sich mit Bühnenstücken, Tanz, Zoten und dressierten Bären unterhalten lassen. Halbseidenes Gesindel sind diese Schauspieler in den Augen der puritanischen Obrigkeit, die alle Bühnen verbieten will. Aber viele im Hochadel lieben das Theater und auch die Königin tut es. Zur Hochzeit einer hochgestellten Dame soll die Truppe ein neues Stück auf die Bühne bringen. Eine Komödie mit dem Titel Der Sommernachtstraum, mein absolutes Lieblingsbuch, mit von der Partie Richard, William Shakespeares jüngerer Bruder, vom Älteren wenig geliebt und auf der Bühne nur in Frauenrollen geduldet. Dann geschieht eine Katastrophe. Ein konkurrierendes Schauspielhaus lässt das Stück stehlen, aber Richard weiß, wie die Uraufführung zu retten ist. Er wird das Stück zurückstehlen und damit William dazu bringen, ihn endlich zu respektieren, ihm endlich eine Männerrolle zu geben, und dann fehlt ihm zu seinem Glück nur noch die Hand der schönen Sylvia. Und das klingt nach einer historischen Story in einem England, wie ich es gerne lese, wie ich es liebe, um einen Mann, den ich abgöttisch liebe, nämlich Shakespeare, und all diese Irrungen und Wirrungen, die es zu dieser Zeit gab, wie eben mit den Schauspielern umgegangen ist, wie ja wichtig eigentlich auch Schauspiel zur damaligen Zeit war. Das klingt einfach für mich total spannend, und auch wenn ich gar nicht im so tief historischen Fieber gerade bin, wer weiß, ob das mich im Juli so packt, finde ich doch, dass diese Geschichte absolut nach Potenzial klingt und für mich vielleicht tatsächlich wieder die Tür aufmacht, mal wieder so einen ganz extrem lang zurückliegenden historischen Roman in die Hände zu nehmen, um mich daran einfach zu erfreuen und einfach Shakespeare mal durch die Augen eines anderen zu sehen, und also eines anderen als mich selbst sozusagen oder ihn selbst, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Und ich bin total gespannt und es klingt einfach Bombe und mega, mega spannend. So auch das letzte Buch, das am 27. Juli erscheinen wird. Es ist der zweite Band der Bird and Sword-Reihe Queen and Blood von Amy Harmon. Ein Buch, das ich ja im letzten Jahr total gefeiert habe, das ich abgöttisch geliebt habe, was für mich ein absolutes Jugend-High-Fantasy-Highlight gewesen ist. Und so bin ich auch mega, mega gespannt auf den zweiten Teil, der sich wohl andere Charaktere bedient, als es im ersten Teil der Fall war, zumindest soweit ich das verstanden habe, und im Grunde die Geschichte nicht weiterführt, sondern irgendwo in unserer Geschichte ansetzt, diese Protagonisten aufgreift, diese neuen Protagonisten, und dann diese Geschichte eben irgendwie anders erzählt. Und ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, was man so daraus erzählen möchte, ohne dass man den ersten spoilert. Und es ist tatsächlich jetzt auch schon Hauch zurückliegend, dass ich den ersten gelesen habe. Aber es soll wirklich wieder unglaublich toll geschrieben sein. Er hat im Englischen absolut positive Bewertungen, natürlich auch immer das ein oder andere an Kritik, das will ich gar nicht sagen. Aber es heißt ja auch so schön, kein Geheimnis, kein Kummer, nichts verborgen und verloren. Sah nicht, was sein würde oder was war, sah nur das Jetzt und Hier. Sie sah ihn, er sah sie und nichts außerdem. Und ja, ich möchte natürlich, wie gesagt, den ersten Teil nicht spoilern. Dementsprechend werde ich jetzt auch einfach nicht so zum zweiten Teil irgendwie den Klappentext oder so vorlesen. Aber es klingt für mich einfach unglaublich spannend, total interessant. Und mir hat der erste Teil gut gefallen. Amy Harmon konnte für mich Jugend-High-Fantasy schreiben, während sie mich ja mit ihren etwas erwachseneren Lebensgeschichten nicht immer begeistern konnte, konnte sie es mit Bird and Sword. Und ich freue mich unglaublich auf den zweiten Teil. Bin total gespannt, neugierig und freue mich drauf, ihn vielleicht auch wieder zusammen mit der lieben Miri zu lesen, mit der ich auch den ersten Teil weggesuchtet habe und wir uns ständig geschrieben haben, oh, geht noch ein Abschnitt, ach, noch ein bisschen geht, noch ein, zwei Kapitel, und das war einfach ein ganz, ganz tolles Lesen und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich glaube eben auch, dass mir dann auch der zweite Spaß machen wird. Und das waren sie nun auch schon, die 5 Neuerscheinungen für den Juli, die mich total packen und ich mega, mega spannend finde, und ich bin natürlich gespannt, was euch aus meinen 5 Büchern anspricht und was ihr selbst so auf dem Wunschzettel für Juli habt. Da bin ich auch immer sehr, sehr neugierig, hab da auch schon den ein oder anderen Büchertipp von euch mitgenommen. Also schreibt das gerne in die Kommentare. Ich würde mich
mich sehr, sehr darüber freuen. Alle Infos findet ihr natürlich auch so grob irgendwie in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall auch mal vorbei. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.